Hallo ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich möchte euch heute die Bücher zeigen, die ich aktuell lese, also mein Currently Reading. Viel Spaß dabei! Ich weiß nicht, wie es immer passiert, aber es ist Mitte des Monats und ich stecke schon wieder mitten in oder kurz vorm Lesen von 5 Büchern. Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist. Beziehungsweise ich habe schon eine ungefähre Ahnung, aber dem gehen wir jetzt mal ein bisschen näher auf den Grund, während ich euch zeige, was ich aktuell lese, welche 5 Bücher ich in welchen 5 Büchern ich gerade mittendrin stecke oder kurz davor, sie zu beenden oder kurz davor, sie anzufangen. Und bevor ich noch lange drum herum rede, fangen wir einfach mal an. Das Buch, wo ich wohl schon am weitesten durch bin, das ich auch schon am längsten irgendwie lese, ist tatsächlich Duty and Desire, verboten sinnlich von Tessa Bailey. Wow, das schimmert aber. Ja, der zweite Band der Duty and Desire-Reihe von ihr. Ich habe ja den ersten Band auch aus so einer Laune heraus Anfang des Jahres, ich glaube im Februar, März, gelesen und ziemlich unterhaltsam gefunden und musste mir deswegen dann ja doch den zweiten bestellen. Der ist dann ja im April, ich glaube, ein April bei mir eingezogen. Doch, muss so sein, denn das war das Buch, was ich noch bei meinen Eltern zu Hause hatte, als es da ankam. Und aus der Laune heraus habe ich es auch noch Ende April angefangen, um zumindest ein Buch von meiner aktuellen physischen Leseliste runterzukriegen. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Also ich bin jetzt über die Hälfte, ich bin jetzt so bei 60%, 55-60% von dem Buch durch und habe es dann erstmal pausiert. Also ich bin ja, habe jetzt irgendwie seit 5-6 Tagen nicht weitergelesen. Einfach weil ein Buch wesentlich dringlicher war, zu dem wir gleich kommen. Aber auch weil es zwar unterhaltsam ist, aber jetzt nicht so durchgezogen hat. Es gibt ja Bücher, die suchte ich einfach durch und die muss ich einfach lesen und wissen, wie es weitergeht. Und hier, das Buch ist zwar irgendwie unterhaltsam und ganz nett, aber jetzt nicht, konnte mich jetzt nicht so packen. Also ich meine, der Anfang, der mich an dem Buch auch besonders gereizt hat, so diese Prämisse, war schon cool und witzig und unterhaltsam, aber ich weiß nicht. Vielleicht war es einfach die Lust auf dieses andere Buch oder ich bin einfach nicht ganz in Stimmung dafür. Ich weiß, gut, ich bin halt auch genauso in diesem Punkt, wo jetzt irgendwas Schlimmes passiert und wo sich das alles erstmal wendet, die Geschichte. Und das ist einfach so ein schwieriger Punkt für ein Buch. Wenn mich das jetzt nicht so packt oder ich nicht so da durchfliege, wie ich das gerne würde, dann kann das schon sein, dass ich das Interesse auch mal verliere. Und hier geht es ja um Jack Garrett. Er ist der beste Freund vom Protagonisten aus dem ersten Band und ebenfalls Polizeischüler an der New Yorker Polizeiakademie. Und einer der wenigen, der eigentlich so überhaupt keine Lust hat, dort zu sein. Denn er ist eigentlich nur auf der Polizeiakademie, weil er eine Wette gegen seine beste Freundin Danica, die dritte im Bunde, verloren hat. Und weil die Polizeiakademie oder Polizist zu werden einfach auch eine gute Möglichkeit ist, seine Rechnung zu bezahlen. Aber eigentlich hat er da überhaupt keinen Bock drauf und ist da auch nicht mit Leidenschaft dabei, weil er eigentlich denkt, er ist nur in zwei Sachen gut: Sex und Trinken. Und das macht er auch zur Genüge, denn er ist doch auch, so wie es scheint und wie es auch schon im ersten Mal angeklungen ist, ein Mann mit einem nicht zu verachtenden Alkoholproblem. Und auch das wird zu Anfang dieses Buches deutlich. Nur hat er dann noch ein kleines Problem, denn er lernt eines Tages vor einer Bar die junge, attraktive Katie kennen, die ihn sofort anzieht und sofort interessiert und die er unbedingt überreden will, die Nacht mit ihm zu verbringen. Darauf lässt er sich aber nicht ein, denn ist nicht der Typ für einen schnellen One-Night-Stand und das ist Jack auch sofort bewusst. Trotzdem will er mehr Zeit mit ihr verbringen und verabredet sich für den nächsten Tag im Central Park, glaube ich sogar, mit ihr. Nur erleben beide eine ziemliche Überraschung, als Jack am nächsten Morgen in der Polizeiakademie ist und seiner neuen zeitweisen Ausbilderin im Schießen gegenübersteht, und zwar Katie. Und das war so die Prämisse, die mich auch angezogen hat, so dieses, okay, sie sind voneinander angezogen, fühlen sich zueinander hingezogen, aber es darf nicht sein, weil Ausbilderin und Schüler. Und das ist aber ganz gut gelöst, hat sich auch relativ schnell aufgelöst, dass die beiden trotzdem heimlich was miteinander haben, was miteinander, aber trotzdem heimlich weiter Zeit miteinander verbringen wollen. Und eigentlich benimmt Jack sich auch ziemlich
zuvorkommt und nett gegenüber Katie, nur lügt er über eine ganz bestimmte Sache, die Katie auch viel bedeutet. Und das wird ihn natürlich, wie das immer so ist, im Laufe des Buches noch wieder einholen. Und genau an dem Punkt, wo ihn das einholt, bin ich gerade. Und hab dann irgendwie auch erstmal pausiert. Ich meine, ich will das Buch auf jeden Fall diesen Monat noch beenden, aber erstmal brauchte ich ein bisschen was anderes. Erstmal muss ich ein bisschen Fortschritt in meinen anderen Büchern machen. Und damit wir das aus dem Weg haben, kann ich ja schon mal sagen, ich habe durch den Desire hauptsächlich weggelegt, weil ich auf meinem Kindle dann ein Buch bekomme, was ich schon vorbestellt habe, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue, worauf ich schon ewig hinfiebere und was ich jetzt dann auch heute Morgen tatsächlich endlich angefangen habe, weil ich die letzten Tage dann doch noch was anderes dazwischen geschoben habe und mich meinen anderen Büchern ein bisschen intensiver gewidmet habe. Und zwar das Buch, was ich dann heute Morgen angefangen habe und wo ich jetzt auch schon wieder im Kapitel 4 bin, ist The Hunter von L.J. Chen. Das ist der neueste Band in ihrem ganzen All Saints Sinners Universum, beziehungsweise der Start einer neuen Reihe, die jetzt nach der All Saints High ansetzt. Die All Saints High-Reihe ist ja nicht Spin-Off-Reihe, sondern Sinners of Saint-Reihe und kommt gerade nach und nach auf Deutsch raus. Der dritte erscheint im Dezember. Und vielleicht potenziell kriegen wir dann The Hunter oder The Boston Bells, die nächste Reihe dann nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Ich hoffe es, weil bis jetzt gefällt mir The Hunter schon mega gut. Und auch so die Idee und um wen es dann sonst noch so in der Reihe geht, ist schon sehr intriguing und da bin ich schon sehr angetan von. Und auf jeden Fall folgen wir in The Hunter jetzt Hunter Fitzpatrick, ein Charakter, den wir auch schon in der All Saints High-Reihe kennenlernen. Und es fängt eigentlich sogar an, dass wir noch Charaktere aus der All Saints High-Reihe treffen, denn Hunter ist ja sehr mit Vaughn und Knight befreundet, die Protagonisten aus dem zweiten und dritten Band der All Saints High-Reihe, die ja noch rauskommen. Und ja, Hunter ist ein ziemlich wilder Typ, wie das bei den Jungs aus der All Saints High-Reihe halt auch so ist. Nur legt er noch eine Schippe drauf, denn er nimmt in einem Sexvideo teil, so wird der Star eines Sexvideos, das viral geht. Und das gefällt seinem sehr konservativen, reichen Vater so überhaupt nicht. Und so verdonnert er Hunter dazu, 6 Monate auf Drogen, Alkohol und auf Sex zu verzichten und sich zu benehmen, zu arbeiten und ja, zu sich selbst zu finden und auch den guten Ruf der Familie nicht weiter anzugreifen und vielleicht auch generell wieder ein bisschen herzustellen. Und so soll Hunter diese 6 Monate mit Sailor Brennan verbringen, die Tochter eines ja potenziellen Mafia-Bosses in Boston ist, weswegen Hunter sich an sie wohl auch nicht ranwagen wird und sie ist auch eher so der jungenhafte Typ, nur auf ein Ziel fokussiert und zwar zu den Olympischen Spielen zu gehen und dort zu gewinnen, denn sie ist eine ganz großartige Bogenschützin. Und jetzt ist es an Hunter, dass er Sailor überredet, dass sie da mitmacht, denn das hat sein Vater ihn überlassen und dass sie gemeinsam die 6 Monate überstehen, ohne sich gegenseitig umzubringen, ohne dass Hunter irgendwas Dummes macht und dann von Sailors Vater umgebracht wird oder ohne, dass sie sich ineinander verlieben. Wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie im 4. Kapitel, gerade so am Anfang, aber bis jetzt ist es schon mega unterhaltsam und ich habe mega Lust weiterzulesen und das werde ich heute auch noch machen. Und so wie ich inzwischen meinen Track Record mit L.J. Chen kenne, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich dieses Buch sogar heute Nacht noch zu Ende lese. Oder wenn nicht, dann auf jeden Fall morgen. Denn es ist einfach genial und schon wieder super unterhaltsam, obwohl der Anfang schon fast ein bisschen zu krass war. Ich war zuerst nur so, Schritt zurück, aber jetzt bin ich drin und jetzt ist es wieder einfach gut und einfach süchtig machen und ich will einfach weiterlesen, denn ja, sein Entwicklung ist einfach so genial und falls ihr mehr auch zu ihr als Autorin wissen wollt, ich habe auch gerade jetzt erst Dienstag ein Video zu L.J. Chen hochgeladen, was ich euch verlinke. Dann habe ich ja beschlossen, diesen Monat wieder am Tonetable Readathon teilzunehmen. Das ist, glaube ich, die 11. Runde, die es diesmal ist. Und ich hatte mir eigentlich sogar nur ein Buch vorgenommen. Jetzt lese ich tatsächlich doch 2 parallel dafür. Aber zum zweiten kommen wir gleich. Zuerst mal zu dem Buch, was auch auf meiner Leseliste stand. Und zwar ist das Crescent City von Sarah J. Maas. House of Earth and Blood. Ich weiß gar nicht, was jetzt der Reihentitel und was der Buchtitel ist. Auf jeden Fall dieses schöne Schätzchen hier, das auch im September auf Deutsch erscheint. Da sieht man mal den Titel so ein bisschen. Und ja, ich dachte eigentlich, ich bin schon weiter, aber ich bin jetzt bei 50 Seiten. Was jetzt nicht daran liegt, dass das Buch schlecht ist, aber einfach daran, dass die Seiten so unglaublich dünn sind. Das sind so ganz, ganz dünne Bibelseiten. Und auch ziemlich dünn beschrieben.
Und Sarah J. Maas hat so einen Schreibstil, der ist zwar schon sehr unterhaltsam und sehr blumig und sehr anschaulich, aber man muss erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Und vor allen Dingen, bei diesem Buch ist es so, es ist 800 Seiten dick, also definitiv auch ein dicker Wälzer. Und es ist sehr viel Einführung, habe ich bis jetzt das Gefühl. Also die 50 Seiten, die ich bis jetzt gelesen habe, galten. Da ist jetzt noch nicht so viel passiert. Wir lernen die Charaktere kennen, die Nebencharaktere. Ziemlich viel auf einmal auch. Ich bin noch nicht so richtig dabei, dass ich bis auf jetzt die Hauptcharaktere die Namen der anderen unterscheiden kann und schon weiß, wer wer ist. Also so ein bisschen. Aber es kommen immer wieder neue Namen und Charaktere und auch so Orte aus dieser Welt dazu, die noch sehr verwirrend sind und auch so diese Art und Weise, wie diese Welt funktioniert. Das ist ja Urban Fantasy irgendwo, aber irgendwo auch doch High Fantasy, meiner Meinung nach. Denn ja, es spielt in einem modernen Setting, oder zum Setting, was unserer modernen Welt ähnlich ist, in einer Großstadt. Die haben so eine Art Handys und es gibt Technologie und so weiter und so fort, die aber auch mit Magie zusammenhängt und wo Magie viel mit reinspielt und magische Wesen leben mit Menschen zusammen. Nur ist das halt wirklich eine komplett andere Welt und es gibt andere Politik, andere Religionen, andere gesellschaftlichen Aufbau und auch diese magischen Wesen spielen da viel mit rein. Es gibt verschiedene Kasten und alles noch ziemlich verwirrend. So ganz blicke ich da noch nicht durch. Und so richtig, so ein bisschen fehlt mir auch eine Karte von der Welt. Und es gibt zwar erstmal wunderschöne Endpaper, die auch das Covers sind. Das ist wirklich mega schön. Es gibt zwar eine Karte von der Stadt, hier von Crescent City oder ehemals Illumination. Irgendwie diese Stadt, wie sie heißt. Es gibt eine Karte von der Stadt, aber es gibt keine Karte von der Welt an sich. Und trotzdem wird aber so die Geografie der Welt ziemlich oft erwähnt und kam bis jetzt zumindest schon ziemlich oft vor. Also, dass es bestimmte andere Städte gibt und Gebirge und Seen und so weiter. Und ich würde eigentlich voll gerne eine Karte haben, um mich dann da so ein bisschen zu orientieren, um auch zu wissen, wo wir uns dann in der Welt insgesamt befinden. Ich meine, vielleicht kommt das dann noch in den nächsten Bänden. Vielleicht ist das in diesem Band noch gar nicht so relevant. Aber aktuell wird halt viel über die Welt geredet und was wo ist und was da so passiert. Und ja, ist noch nicht so viel, dass die Action losgeht. Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, dass die Action losgeht, denn wir folgen hier ja Bryce Quinlan in diesem Buch, die halb Mensch, halb Fae ist. Also ein Mischwesen, was in dieser Welt doch schon ein bisschen geächtet ist. Aber sie ist befreundet mit der Anführerin oder mit einer Werwölfin, die mit der sie auch zusammenlebt und mit der sie super gut befreundet ist, seit dem College. Ja, also College gibt es auf dieser Welt auch. Und wie es auf dem Buchrücken schon steht, beziehungsweise in der Buchbeschreibung, passiert Danica, ihrer besten Freundin, dann etwas Schlimmes. Sie stirbt und das lässt Bryce irgendwie in ein dunkles Loch fallen und in ein sehr zerstörendes Verhalten. Und an dem Punkt bin ich aber noch nicht. Also Bryce ist schon so ein ziemliches Partygirl jetzt, aber sie ist noch fokussiert und will eigentlich noch was im Leben und lebt noch mit Danica zusammen und alles ist gut, so weiter und so fort. Aber es wird dieser Punkt kommen, an dem Danica irgendwas passiert und dann geht's bergab und dann nimmt wahrscheinlich die Spannung aber auch auf. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Wie gesagt, bis jetzt ist es noch eher so Einführung und Kennenlernen der Welt und deswegen zieht sich das auch noch so ein bisschen. Und ich versuche jetzt so jeden Abend ein Kapitel zu lesen, was auch schon relativ lange dauert, und dann ein bisschen voranzukommen und zu diesem Punkt zu kommen, dass ich dann irgendwann dieses Buch durchfliege, hoffentlich. Aber das ist so der Stand bei Crescent City. Und wie ich schon gesagt habe, kam es durch Zufall, dass ich dann tatsächlich noch ein zweites Buch für den Tomtable Reader von lese, beziehungsweise es höre. Und zwar ist das Neon Birds von Marie Grashoff. Und das kam tatsächlich so, dass Marie relativ spontan noch Anfang Mai eine Leserunde zu Neon Birds gestartet hat, weil ja Cybertrips, der zweite Band der Reihe, jetzt Ende Mai erscheint. Und ich war ja schon sehr gespannt auf Neon Birds, auch weil ich Marie schon eine ganze Weile jetzt auf Instagram folge und darauf, was sie so erzählt von den Charakteren, von der Welt und auch die Illustrationen, die sie so aus dem ersten Band, aber auch jetzt aus dem zweiten nach und nach postet, haben mich sehr neugierig gemacht auf die Geschichte und wie das so abläuft. Und deswegen dachte ich mir, okay, ganz spontan, mach's einfach nochmal mit bei dieser Leserunde. Und das Hörbuch gibt's ja auch auf Spotify und da höre ich es tatsächlich jetzt auch. Und bin jetzt auch gerade mit dem ersten Leseabschnitt durch.
also bei Track 83 auf Spotify, so ein Viertel vom Buch durch. Ich muss unbedingt weiterhören, um dann wieder aufzuholen bei der Leserunde. Also wenn ihr dieses Video seht, habe ich es hoffentlich, weil dann eigentlich schon der zweite Leseabschnitt vorbei sein sollte. Aber gucken wir mal. Ich bin ja beim Hörbuch halt manchmal nicht ganz so hinterher. Ich habe jetzt tatsächlich nur relativ viel gehört, weil ich dann angefangen habe, als ich noch bei meinen Eltern war und dann Koffer gepackt habe und dann hier wieder Koffer ausgepackt habe und hier so ein bisschen rumgewurschtelt habe. Aber das muss ich jetzt auf jeden Fall auch, wenn ich wieder putze und aufräume und in der Stadt unterwegs bin, wenn ich dann mal wieder raus muss, dass ich dann unbedingt weiterhöre, um weiterzukommen. Weil eigentlich gefällt mir Neon Birds bis jetzt auch so ziemlich gut. Das startet schon ziemlich actionreich und gleich mit einem Bumm und irgendwie auch so die Art und Weise, wie Marie uns in diese Welt einführt, dass wir ja aus verschiedenen Charaktersichten die Geschichte hören und mitbekommen, ist super faszinierend. Aber gleichzeitig hat sie das auch sehr geschickt eingewoben, dass sie uns dann so nach und nach Informationen zur Welt gibt. Was mir viel besser gefällt als bei Crescent City, weil da ist es doch eher noch so auch dezent eingebunden, aber da passiert auch nicht so viel. Und hier ist es zwar schon, dass wir Action haben und mittendrin sind im Geschehen, aber auch nach und nach mehr über diese Welt erfahren. Und hier in Neon Birds oder generell in der Reihe geht es wohl um eine futuristische Welt. Es ist so ein bisschen, es ist nicht Dystopie, Marie selber sagt, es ist Cyberpunk. Also so eine Zukunftswelt, die ja auch 2101 oder so spielt, die Geschichte. Und die Menschen haben einen Supercomputer erfunden, der Kami heißt. Kami ist übrigens japanisch für Gott. Und der so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist als künstliche Intelligenz und gleichzeitig ein technologisches Virus erschaffen hat, das, wenn es Menschen befällt, diese zu cybergesteuerten, von Kami gesteuerten Zombies macht. Und diese Zombies sind inzwischen in Sperrzonen eingesperrt, eingekerkert, die von Soldaten bewacht werden, der UN und so weiter und so fort. Und jetzt geht diese Geschichte los damit, dass etwas in einer solchen Einrichtung passiert und die Moja, heißen die, glaube ich, diese infizierten Menschen, ausbrechen, in dieser Einrichtung Chaos verbreiten und auch ein nahegelegenes Dorf von, ich sag mal, so ein bisschen Ureinwohnern, Naturmenschen angreifen will. Und wir folgen, ich glaube bis jetzt noch von der Perspektive her, vier jungen Leuten, die alle aus unterschiedlichen Schichten kommen, die aber alle irgendwo miteinander verwoben sind und versuchen, die Welt vor Kami und diesen Moja zu retten. Und ja, alles irgendwie gut werden zu lassen. Und bis jetzt habe ich glaube ich von allen schon gehört, beziehungsweise von den vier, die es gibt, Luke, Flower, Okien und Andra. Und alle finde ich bis jetzt super interessant und super spannend und wie gesagt, ich bin sehr gespannt darauf, eigentlich zu hören, wie es weitergeht und zu gucken, wie Marie diese Geschichte noch aufgebaut hat, was da noch alles passiert und ob wir vielleicht irgendwann nochmal wieder einen ruhigeren Moment bekommen, um dann die Charaktere nochmal in der ruhigen und nicht in der Krisensituation kennenzulernen. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Buch, was mir bis jetzt super cool gefällt und was ich auch für den Turmtoffel wieder vorne lese und ich glaube, diesen Monat definitiv auch schaffe, denn ich habe ja bis Ende des Monats Zeit und diese Leseabschnitte helfen schon ganz gut dabei, mich da irgendwie durchzuziehen. Und das sind so die Bücher, in denen ich gerade mittendrin stecke. Ich will aber noch eins kurz erwähnen, was ich jetzt definitiv vielleicht am Wochenende, wenn ihr dieses Video seht, schon angefangen habe oder auf jeden Fall noch anfangen will und werde. Und das ist Ashes and Soul Band 2, Flügel aus Feuer und Schatten? Flügel aus Feuer und Finsternis von Ava Reed. Ich habe den ersten Band jetzt gerade letztes Wochenende, deswegen auch das Video, das ja mal zur Seite gelegt, beendet. Und über die Bibliothek gelesen, über die Bibliotheks-App Onleihe und mir gleichzeitig auch noch den zweiten Band ausgeliehen, den ich jetzt für mich habe, wo ich aber gerade noch nicht aktiv drin lese, aber weil ja meine Vorbemerkung, meine Ausleihefrist dann irgendwann endet, muss ich es auf jeden Fall eigentlich noch davor lesen. Und ich fand den ersten auch ziemlich gut und der hat ziemlich spannend geendet, deswegen will ich eigentlich auch schon wissen, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich muss nur erst dahinter lesen und dann widme ich mich allem anderen. Und dann nebenbei auch Crescent City. Aber das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall auch erwähnen will, weil es auch ziemlich spannend ist und klingt und ich damit auch eine neue Reihe angefangen diesen Monat und auch gleich wieder beendet habe. Und im ersten Band geht es ja um Milena, die nach Prag kommt, um ihre Wurzeln nach dem Tod ihrer Mutter zu erforschen und auch zu erforschen, wo ihr Fluch herkommt. Denn Mila kann den Tod von Menschen vorhersehen, denn diese Menschen, die bald sterben werden oder zumindest schon dazu bestimmt sind zu sterben, verlieren in ihren Augen jegliche Farbe, werden also grau. Und sie nagt auch die Grauen und das ist für sie aber ein furchtbarer Fluch, weil sie halt
einfach sieht, wie diese Menschen, dass diese Menschen bald sterben werden, aber das kann sie keinem anvertrauen, weil ihr eigentlich niemand glaubt und das niemand verstehen kann und ja, sie auch nicht weiß, wie mit diesen Menschen umgehen soll. Und in Prag geschehen aber einige Dinge und sie begegnet Tariel und Asher, zwei Ewigen, die in einer Konkurrenz miteinander stehen, um es mal so auszudrücken. Also die beiden haben Geschichte und sich Mia nähern, um herauszufinden, was an ihr so besonders ist, denn sie spüren nur, dass irgendwas mit ihr anders ist, dass sie kein gewöhnlicher Mensch ist. Aber sie können nicht genau benennen, was es ist und Mila verrät sie natürlich auch nicht. Und so ist das auch so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen dreien, um herauszufinden, was der jeweils andere vorhat, was es mit dem jeweils anderen auf sich hat und was es vor allem Milas Gabe auf sich hat und was dann noch viel mehr passiert. Und das hat sich zum Ende so hochgebauscht, dass ich einfach nur dachte so, oh mein Gott, wow, okay, jetzt will ich eigentlich schon ziemlich sicher wissen, wie es weiter und ausgeht. Vor allen Dingen, weil ich dieses Konzept von Gut und Böse, von Licht und Schatten ziemlich gut fand. Es ist einfach nicht einfach nur schwarz und weiß, sondern es geht auch, im ersten Band ging es schon ein bisschen und ich glaube, es wird im zweiten noch viel intensiver behandelt, um diese Grauzonen zwischen schwarz und weiß. Und das nur, weil jemand das Licht verkörpert, nicht unbedingt gut sein muss und nur, weil jemand Schatten verkörpert, nicht unbedingt böse sein muss. Aber auch umgekehrt, das nicht unbedingt der Fall sein muss, sondern jeder hat irgendwie beides in sich und nur weil man denkt, man tut das Richtige, ist es vielleicht nicht immer das Richtige. Oder nur weil etwas falsch scheint, muss es nicht immer falsch sein. Also sehr komplex und sehr philosophisch, aber auch ein Buch, was mich auf jeden Fall im ersten Band, ein Konzept, was mich im ersten Band schon ziemlich interessiert hat und was, glaube ich, im zweiten nochmal ausgereift wird. Und auch so die Liebesgeschichte, die dann in diesem Buch mit reinspielt, nimmt so langsam Fahrt auf, zumindest zum Ende des ersten Bandes. Ich bin gespannt, wie das dann im zweiten weitergeht und dann sich auch auflöst, die ganze Sache. Ja, das ist mein Currently Reading, also ein bisschen so die vier Bücher, die ich gerade irgendwie lese, mehr oder weniger, und das Buch, was ich auf jeden Fall noch anfangen will. Verratet mir gerne in den Kommentaren, was ihr dann gerade so aktuell lest und wie es euch gefällt und auch, wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt oder auch mittendrin steckt, die ich gerade lese oder lesen will, dann verratet mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!